Ja, auch schon Streit hier mit meinem Kumpel, weil der auch so viel raucht und er wollte letztes Mal Auto anzünden und so. Also ist auch nicht mal lustig. Heute Bushido das erste Mal im Index. Da haben schon einige dran geleckt. Was können wir da von deinen Fans erwarten heute? Was man genau von den Leuten erwarten kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe mitbekommen eigentlich so über die Jahre, dass die Leute eigentlich sehr gechillt sind und oft einfach nur ihren Spaß haben wollen, so ein bisschen Musik ausleben möchten. Ich meine, das Beste ist natürlich, wenn du auf der Bühne stehst und die Leute machen gut mit. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Bushido. Ich bin hier im Index gerade aus Berlin angekommen und gleich geht's auf die Bühne. Viel Spaß damit und yo. Sweater from the shit shop. Blonde Milf mit dicken Titten, ich bin Kid Rock. Okay, wir sind ein bisschen später gekommen, weil wir waren gerade noch im Hotel und ich musste gerade noch RTL Nachtjournal gucken. Da haben sie mir gerade ein bisschen von deinem neuen Video gezeigt. Von unserem neuen Video. Ja, aber ich bin ja nur Gast. Ich bin ja Gast auf deinem Video. Das ist ein bisschen Scheiße, Gast. Du hast ja wieder viel Scheiße gebaut. Unglaublich. Was willst du denn eigentlich mal machen, wenn du jetzt keine Lust mehr hast, auf der Bühne zu stehen? Zurzeit habe ich eigentlich nur so ein bisschen Spaß dran, die Leute zu ärgern, Leute halt einfach mal so ein bisschen zu provozieren. Und das macht mir Spaß, auch noch im Alter und so. Ich krieg zwar dann immer Ärger, wenn ich nach Hause komme, weil ich dann schon wieder Scheiße gebaut habe oder wenn meine Frau dann mit der Bild-Zeitung liest oder RTL einschaltet und so. So Beverly Hills und diese möchte gern Topmodels fressen, nur Pillen, egal ob Pop, Stars oder DSDS. In meinen Augen seid ihr alle nur Dreck, verreckt. Du hast ein neues Projekt am Start, Therapie TV. Kannst du uns da schon irgendwas verraten? Ach nö, eigentlich nicht so wirklich. Also ich habe jetzt mal so ein paar Testläufe gestartet und mal gucken, muss man sich auf jeden Fall überraschen lassen. Das heißt, es geht Richtung Comedy. Wieso, sehe ich lustig aus, oder? Wenn ihr euren Spaß bei der Arbeit zeigt, dann könnte es in Richtung Comedy gehen. Okay, keine Antwort. Dieses Leben ist halt einfach kalt und schwer. Und jedes Jahr kommen jetzt ein paar Falten mehr. Sag wie gern, würdest du jetzt frei wie ein Adler fliegen? Kein Gedanken mehr verschwenden, irgendwann im Sack zu liegen. Alles Gute, mein Name ist Bushido, ich bin hier mit Björn, Paul, Nils, mit Nils hier zusammen, vielen Dank, alles Gute. Dankeschön, Bushido.